Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nachdem Singapur komplett chaotisch war, wo wir ein Podium vom letzten Platz holen konnten, einen zweiten Platz, nachdem ich noch während des Rennens auch gesagt hatte, es wären wahrscheinlich nicht mal Punkte, wenn nicht irgendwelches Chaos passiert. Ja, und dieses Chaos, das kam dann. Irgendwie ein Safety gebuggt, der einfach mal seine Runden gedreht hat und dann alle aufgehalten hat und wir sind einfach vorbeigefahren. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Also wer das Rennen nicht gesehen hat, müsst ihr gucken. Zumindest diese Stellen könnt ihr dann auch in die Kommentare schreiben, weiß ich nicht. Damit ihr es sofort findet. Wir sehen nicht mein, weil es geht über eine Stunde das Video. Weil so viel passiert ist, das ist ja unglaublich. Was ich hört, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen erkältet nicht, aber habe es gerade ein bisschen verstopfte Nase, darum hört sich das gerade so an. Also wir sind jetzt in Japan. Eine Strecke, die mir eigentlich noch nie lag, aber ich mache mir trotzdem Hoffnungen damit. Und apropos, was haben wir denn dann? Upgrades. Können wir hier machen? Wir können sie auch erstmal machen. Wir könnten sogar alle beide hier. Ich sehe aber so das beste Team. Wo sind wir so nicht so ganz gut? Hier haben wir halt, können wir halt nichts mehr machen. Hier haben wir, oh, hier haben wir sogar billige. Oh ja, hier müssen wir mal machen wieder. Hier wäre von nicht schlecht. Dann machen wir wohl gleich beide am besten. Das ist ein großes sogar, okay. Und beides große, okay. Kann nicht schaden. Machen wir die beiden mal. Und wenn Reglementänderungen kommen, kann man sie immer noch abbrechen. Weil es sind halt 24 Tage, bis das wäre. Okay, wir können jetzt sogar noch was machen. Ja, hier beim Chassis. Ja, hauen wir ohne eins raus. Oh, das geht sogar schnell. Ja. Und dann. War es das? Aerodynamik machen wir erstmal nicht, das ist mir eh das beste Team. Trapezierfähigkeit können wir ja auch immer noch machen, das wäre auch nicht so schlecht. Aber nein, machen wir noch nicht. Wir machen also alles andere. Okay, und dann, was haben wir Nachrichten? Ne, machen wir erstmal Aktivitäten noch. Da. Ja, Putinsparty, das kann nur helfen. Und auch dann, ja, pushen wir unseren zweiten Fahrer, das passt. Und dann können wir endlich losmachen mit dem neuen Rennen. Mit dem neuen Wochenende, okay. Weiter, haben wir was Nachrichten? Nein. Die Einrichtung könnte man vielleicht sogar machen wieder. Weil wir haben halt schon über. Ja, wir können Vettel oder irgendwie können wir uns auf jeden Fall holen. Da können wir auch mal wieder was in der Einrichtung machen, allerdings. Aber vielleicht doch was Billigeres, vielleicht. Also muss schon etwas Billigeres sein natürlich, ne? Vielleicht sowas Bauzeit. Das sind halt nur vier, ja, nur vier, was heißt nur vier? 6 Millionen, nee, das ist alles 6 Millionen dann. Hier, vielleicht bei der Trapezierfähigkeit, da ist immerhin was Billiges. 3 Millionen, das wäre okay. Aber da holen wir eh uns noch nichts, dann macht das keinen Sinn. 6 Millionen, nee, das ist mir zu teuer. Nee, machen wir doch mal hier was. Eine Million kann man sich schon mal leisten. Die geben wir mal aus jetzt für den zweiten Fahrer, komm. Machen wir auch gleich noch das hier fürs Fitnesscenter. Und das lassen wir einfach noch. Macht eigentlich jetzt gerade keinen Sinn, weil wir ihn Teamglück haben, der nicht so gut ist. Aber für den zweiten Fahrer, für den nächsten Fahrer, kann das schon mal nicht schaden auch. Und beim Marketing ist das ohne. Nee, wir lassen es. Wir machen nur die beiden, das, damit wir uns nicht verschätzen mit dem Geld. Wir haben dann nur noch 5 Rennen. Da dürfen wir uns jetzt nicht zu viel ausgeben. Wie wir es in. Ja, wie ich es in. Vor der zweiten Saisonhälfte gemacht habe. Und daher konnten wir Marc nicht unterschreiben. Nochmal mache ich das nicht. Wieder ein komplettes Wochenende mit Sonne, okay. Das ist fast schon überraschend jetzt. Gut, dann springen wir rein zum schnellen Training. Puh. Und hoffen. Dass nicht viel fliegt, aber das wird eh passieren. Weißt du, glaube ich, wie weit wir schon gekommen sind. Wir sind schon in fast der zweiten Saison Ende. Musste ja auch leider etwas später anfangen, als das Spiel schon raus war. Ja, da ist schon das erste Fehlschlag. Weil das ja erst nicht ging. Und ging erst später. Aber ist egal. Ich kann nicht so machen. Warte. Aber ist ja egal, wir sind weit gekommen trotzdem schon. Also wir sind jetzt schon beim fünftletzten Rennen der zweiten Saison. Dazwischen waren halt nur mal
3 Tage Pause. Er konnte nicht jeden Tag gleich ein komplettes Wochenende machen. Auch mal, weil das Hochladen nicht geklappt hat so richtig. Da musste ich das Rennen schon bei dem Sprintwochenende vor allem auch am nächsten Tag erst machen. Und auch im Urlaub dann kam mal 3 Tage, glaube ich, nichts und so. Da kam auch mal so ein Urlaubsvideo und halt auch die Challenge mit dem Alpha Tauris. Klar, aber wir haben trotzdem so viel wie möglich immer gemacht. Jetzt kommt gleich das nächste Rennen schon und am nächsten Tag sollte dann USA kommen. Ich glaube, ich werde es ununterbrochen, bis die zweite Saison Ende ist, machen. Und dann auch gleich weiter in die neue starten, ununterbrochen. Weil ich habe jetzt einfach wieder richtig Bock, da richtig rein zu starten, nachdem wir im Urlaub ja nicht so viel, ja, ich nicht 2 Wochen, keine 2 Wochen spielen konnte. Hat das ja alles vorproduziert, diese 10 Rennen oder wie viel das waren. Weil ich ja im Urlaub natürlich keinen Computer hatte, mit dem ich das hier spielen kann und überhaupt dann auch so mit aufnehmen kann. Den konnten wir natürlich nicht mitnehmen, den Computer. Er ist ja alles mit Kabeln angeschlossen, wo soll, niemand weiß ja, wo der dann auch im Urlaub hin soll. Und ob man das überhaupt mit dem verkabeln kann, na, das ist ja. Dann lässt man den lieber hier und bevor er dann noch kaputt geht, beim Transport, dann ja. Kann man so lassen. Und den Monitor müssten wir auch noch, also das ist der Monitor, aber den Rechner hier, dieses Teil, den müsste man ja dann auch noch mitnehmen. Wo ist der dann hin? Na, das ist ja zu verrückt dann so, okay, jetzt haben wir alles geschafft. Und können jetzt endlich ins Qualifying starten. Wieder ein trockenes Qualifying, also. Boah, Liam, mach mal, nee, ich guck's mir gerne an, was der für Ressourcenpunkte holt. Muss ich mir nicht geben. Ich hoffe wirklich, dass es keine Regelmoderung gibt. Weil normalerweise könnte man jetzt eben auch gleich noch mit diesen Ressourcenpunkten gleich bei der Aerodynamik auch. Warte, ich guck mal kurz bei den Nachrichten. Steht aber nichts dran, na? Immer noch nicht. Nee? Ach komm, wir machen es doch. Ehe das ankommt, kann er eh schon die Entscheidung sein, ob was kommt oder nicht. Obwohl 12 Tage könnte es sogar schon noch vor dann USA ankommen, ne? Das ist es halt. Wenn man das wirklich jetzt alles ausgeben gleich direkt. Ohne zu wissen, ob von Reglementänderungen kommen. Wenn das so ist, dann haben wir auf ins Klo gegriffen. Dann. Gut, es kann sein, man muss sagen, Ferrari und McLaren haben ja auch geupgradet und wahrscheinlich alle sogar. Kann natürlich sein, dass die somit dann auch Probleme bekommen. Damit, aber ja, trotzdem, ich hab mir von, aber es ist zweite Saison, dass da wirklich was in Reglementänderung kommt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das war in der zweiten Saison noch nie eigentlich. Im letzten Spiel nicht. Bei anderen YouTubern, die ich schon gesehen habe, war das nicht. Also, warum soll es bei mir jetzt anders sein, ne? Ja gut, immer wenn man sowas sagt, dann ist es gerade anders, klar. Ah, mal sehen, ob wir nochmal dieser nicht quäffen in der ersten Runde. Das wäre so ein bisschen das Ziel. Aber weil es Japan ist und die Wände nicht so eng sind, da mache ich mir eigentlich hoffen, dass es diesmal nicht zum Crash führt. Aber Japan mag ich mittlerweile mehr in diesem Spiel. Die liegt mir jetzt mehr in diesem Spiel, aber ob die Pace gut ist, das weiß ich eh nicht, aber vom Fahren her liegt mir die Strecke besser mittlerweile. In diesem Spiel. Im letzten Spiel ging da ja kaum was, vor allem im ersten Sektor. Da habe ich keinen Scheitelpunkt getroffen. Ja gut, das war jetzt ohne den Scheitelpunkt getroffen, okay. Die Runde ist mal jetzt schon weg eigentlich, gut, aber. Aber das meine ich hier, das meine ich ja. Ich fahre ja voll schnell um diese S's. Das habe ich in F1-21 nie geschafft, so gut da durchzufahren, fehlerfrei auch noch. Abgesehen der ersten Kurve, aber das kann auch mal passieren. Das war ja erst die erste Runde, oh, das war richtig hart über den Körper. Nieder im ersten Sektor trotzdem, aber ich glaube, ich bin nur der Einzige, der bisher gefahren ist. Oder einer der Einzigen zumindest. Und wenn da jemand gefahren ist, bestimmt so ein Latifi oder so, den man selbst mit so einem Fehler schlagen kann. Aber abgesehen dieses Fehlers war die Runde bisher gar nicht schlecht. Auch das war fehlerfrei und sehr sauber.
Ja, also wirklich nur die erste Kurve, die bisher auch richtig kacke war. Also Hamilton in der 1:31.3. Eine 30:8 von Leclerc. Auch noch aufs Gras. Und eine 3. Was? Ja gut, die Runde war bis auf diese erste. Ah, okay, da haben wir jetzt Ricardo, das war aber trotzdem. Bis auf diese erste. Also bis auf die erste Kurve, die ich komplett verkackt habe, war die Runde fehlerfrei. Da war, also bis dahin nur die erste Kurve habe ich verkackt. Sonst war alles perfekt. Aber das ist trotzdem zu unauffällig. Bitte reicht, hätte ich es nicht gedacht. Aber ja gut, wird's ab. Am Ende ist hier noch ein Perez mit einer Sekunde Vorsprung jetzt. Nur weil die anderen alles verkackt haben. Ich sehe es bekommen. Ja, nee, so ist es nicht. LOL. Im ersten Sektor bin ich lila. Mit diesem Fehler. Oder hat er gar keine Zeit gekostet, obwohl es sich so angefühlt hat. Also ich weiß es nicht. Also es hat sich jetzt nicht schnell angefühlt, aber vielleicht war es ja ohne so viel Zeitverlust. Oder hat keine Zeit gekostet, keine Ahnung. Oder ich habe einfach, weil die S's habe ich dann danach einfach perfekt getroffen. Jetzt habe ich da die Zeit wieder rausgeholt schon. Vielleicht, keine Ahnung, aber ganz verrückt. Also, Liam? Alter, wo kommt der von her? Was? Junge! Alter, wo hat er denn diese Runde rausgezaubert? Alter! Die ganze Zeit war der hier in Q1 raus und so und jetzt fährt er hier einfach mal um die Spitze mit, oder was? Ey, was ist denn das für ein Q1? Ja, bin ich denn weg von der Gefahrenzone? Ja, ich schon etwas, aber ja, rausfahren kann ich ja trotzdem mal noch. Weil ich habe halt noch einen Fehler, also ich denke einen Fehler gemacht. Wenn das ein Fehler war, es auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie viel Zeit hat er mir gekostet? Ich hatte mir auch gar keine Zeit gekostet. Ich fahre aber mit gebrauchten Softseats raus. Macht, denke ich, keinen Sinn, da ist noch ihn zu verballern. In den frischen. Vor allem, wenn es am Ende eh reicht. Ja, Liam, wo kommt der von her? Können wir mit Kanapis mal in Q3 kommen heute? Das wäre doch mal was. Dann nimmt alles zurück, was ich über ihn bisher gesagt habe. Dass er zu schlecht wäre. Klar, natürlich will ich mir trotzdem andere Teams holen, aber es wäre trotzdem mal diese. Würde sich für die Geschichtsbücher lohnen. Na, Alpha Tauri ist sogar in der Box geblieben. Wo ist aber? Das hat mir schon ganz schön was gekostet, so 13 rund. Aber hat mir möglich nur ungefähr 2 Zehntel gekostet, also so viel waren es doch gar nicht mal. Somit dann. Dass ich auf die Runde zu Ende fahre einfach. Alter, 4 Zehntel finde ich hier sogar nochmal bis jetzt. Ich habe auf jeden Fall eine starke Runde, die ich hier gemacht habe. Das war wirklich jetzt eine fehlerfreie bisher. Frage ist nur, bleibt die fehlerfrei auch in den letzten beiden Schikanen? Ja, die bleibt fehlerfrei bis zu den letzten beiden Schikanen. Am Ende sind nochmal über 3 Zehntel. Also sogar 4 Zehntel fast. Und es reicht für Platz 4, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, das war ein starkes Q1. Ein richtig starkes. Hätte ich nicht gedacht, dass die Pace so gut ist. Wenn man ohne fehlerfreie Runde hat, aber es war eine fehlerfreie Runde jetzt, endgültig. War am Ende sogar. Alter. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht, was hier Liam gemacht hat. Also Tiffy gar nicht mal abgeschlagen, letzter. Magnus, was hat der denn gemacht? Mick! Was hat der gemacht? Andere Frage. Boah. So ein paar Überraschungen vielleicht sogar. Ja, es war ein starkes Q1. Vor allem dieser zweite One, der hat mir richtig gepasst. Der hat mir richtig gefallen.
Der war richtig gut. Der war ja auch gut. Abgesehen, die erste Kurve war halt kacke. Die habe ich dann perfekt getroffen. Alles andere war oh, eigentlich kein Fehler. Und dann hat es alles gepasst natürlich. Also können wir mit beiden Autos in Q3 kommen vielleicht. Liam scheint ja gut aufgestellt zu sein an diesem Wochenende. Da war nur eine Zehntel hinter mir ungefähr. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass der meist eine Sekunde weg war von mir, ist das gar nicht mal so schlecht. Was der bisher gemacht hat. Ich hoffe, der kann es nur noch abrufen normal. Nicht, dass ich erst nur in Q1 so gut war und jetzt ist er wieder eine Sekunde hinter mir. Das kann ich mir fast vorstellen, weil der ist so ein bisschen unkonstant. Der ist manchmal einmal gut im Q1, in Q2 ist er wieder so dumm. Also so grauenhaft. Auch richtig schön Schwung holen. War okay. Also die Strecke macht gerade richtig Bock. Ich hab die eigentlich immer gehasst. Geben. Alter, die Strecke macht richtig Spaß heute. Was heißt denn vorhin für eine Zeit? Eine 1, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Dann könnte ich mal gucken, wie schnell die jetzt war. Aber zweimal lila jetzt und Perez hat schon eine Zeit jetzt, wow. Oh ja, gut, die Pöller ein bisschen weggeräumt, aber es war kein Abkürzen. Wenn die so eng an der Strecke sind, ist es halt so. Eine 1, 30, 1, wow. Und Liam auch dritter Grad. Die Frage ist nur, wie schnell war er? Verdammt, ein bisschen. Alter, war das eine gute Runde. Boah. Aber es war wirklich eine. Das war noch besser als Q1, finde ich. Boah, Alter, kein Fehler wirklich. Also, dass ich mal keinen Fehler mache. Auf so einer schweren Strecke wohl noch. Ja, ach, Liam. Ach, das kann doch nicht sein. Wieso ist der denn so unkonstant? Der war in Q1 super stark. Gut, der kann einen Fehler gemacht haben, natürlich. Gut. Das weiß man jetzt nicht. Mal sehen, ob er dann vielleicht doch in Q3 kommt, wenn er keinen Fehler macht. Ich weiß halt nicht, ob er einen Fehler gemacht hat. Ich habe halt nicht in die Runde geguckt oder gesehen. Aber wenn das wirklich so ist, dass er wirklich so langsam wieder ist, ey, ich verstehe den dann wirklich nicht. Ich check es dann einfach nicht. Man muss sagen, gut, Bottas ist noch hinter ihm, aber der hat 100%. Obwohl, man muss sagen, der ist 14 hinter Esteban Ocon. Wahrscheinlich hat er allerdings einen Fehler gemacht. Also ich hoffe es für ihn. Es wäre so genial, mal mit beiden aus dem Q3 zu kommen. Die Frage ist, müssen wir noch auffahren? Wo sind denn die Zeiten? Ach, hier, ja. Ich war gerade bei den Zeiten klar. No, ist schneller. Im ersten Sektor. Alter, im ersten Sektor bin ich so stark. Obwohl das immer meine Schwachstelle war, der erste Sektor, witzigerweise. Also der erste Sektor war wirklich immer einer meiner schwersten Sektoren. Warum der mir jetzt auf einmal so liegt, keine Ahnung. Wir sind wirklich auf Augenhöhe. Im ersten Sektor bin ich minimal schneller. Im zweiten ist er minimal schneller. Und im dritten nochmal er. Eine Zehntel ungefähr jeweils dann. Aber hier ein bisschen schneller. Am Ende ist es so ungefähr die Zehntel. Das könnte aber schon reichen vielleicht. Man kann rausfahren nochmal, ja. Aber nur auf, um nochmal für Q3 auszuprobieren eben. So. Fahr nochmal mit Gebrauchen. Jetzt kann ich mich schon nochmal verbessern mit Gebrauchen. Habe ich für ja in Q1 geschafft. Hatte da allerdings einen kleinen Fehler. Jetzt hatte ich keinen Fehler. Habe ich das nochmal zu hinbekommen. Mit Gebrauchten reichen es auch nur noch. Das weiß ich nicht. Aber ich will nur absichern. Vor allem, weil diese KI simuliert da die Runden. Die KI simuliert die Rundenzeiten oder die werden dann simuliert, wenn man nicht mehr rausfährt. Und dann kann ich nicht rausfahren, obwohl es eigentlich gar nicht machbar gewesen wäre. Darum fahre ich einfach mal raus, um das nicht zuzulassen. Ich versuche trotzdem nochmal mein Glück, aber wenn ich sofort einen Fehler mache, dann klar, dann gehe ich vom Gas. Dann macht es auch keinen Sinn. Das war jetzt nicht so optimal, gut. Das kann mir ja egal sein. Ach, diese R-Sektor, ne? Das ist für mich richtig genial heute. Und habe sogar noch was rausgeholt, tatsächlich. Wow. Was ist denn hier los? Boah, weit raus fast. Zwei Zehntel nochmal. Bis jetzt.
Und das mit gebrauchten Reifen, wow. Ja, ich habe wieder was eingebüßt, gut, ja, wie kann man den Reifen jetzt liegen natürlich, weiß ich es nicht. Ah, okay, ja, okay, das war der Fehler. Ja, gut, ist egal, ich bin eh vorne. Das war der Fehler jetzt, aber bis dahin war das eine gute Runde. Das war nochmal 2 Zehntel schneller. Und wäre die Pole wahrscheinlich gewesen dann. Also, die Zwischenzeit für Pole in Q2, sagen wir es mal so. Aber es sollte reichen. Wahrscheinlich auf Platz 2 sogar. Ja, ach, Liam. Oh. Nee, es hat... Ich verstehe es nicht. Man muss sagen, obwohl gut, Peres ist raus allerdings auch noch. Okay, der hat auch irgendwie nicht auf die Reihe bekommen heute. Vor allem, wenn man sieht, dass Verstappen immerhin ins Fünfter ist. Gasly! Wow! Das ist, glaube ich, der erste Q3-Einzug für ein Alpha Tauri in der Saison, oder? Wow! Das ist auch die Überraschung natürlich. Und auch Tsunoda nicht schlecht. Stark für Gas von Gasly. Und Vettel im ersten Martin! Was sind das für Ergebnisse? In diesen beiden lahmen Autos, Aston Martin und Alpha Tauri. Vor allem, weil Stroll ist von den Q1 ausgeschieden. Und Gasly in Q3 werden sie nur hier ausfallen. Oder mehr oder weniger. Wow. Aber Liam, ach, ich verstehe es nicht. Der war vorhin eine Zehntel hinter mir. Jetzt ist er wieder 1,5 Sekunden hinter mir. Ja. Ne, ist eine gute Entscheidung, den glaube ich auszutauschen dann. Der ist einfach zu unkonstant. Der ist in Q1 immer mal ein bisschen mit dem Highlight ganz stark. Und in Q2 kriegt er wieder nicht auf die Reihe. Ey, ich check's nicht. Oh, wieso konnte ich Mark nicht hinterfreiben? Der war hundertprozentig in Q3 jetzt. Hundertprozentig. Oh, hoffentlich krieg ich's auch nochmal so auf die Reihe wie in Q1 und 2. Ich hoffe es. Ich habe ja zum Glück 2 Runden jetzt auch wieder. Im besten Fall sitzt aber halt schon die erste auch wieder, damit ich schon mal die Last weg habe, noch was Schnelles zu machen am Ende. Das ist perfekt dann. Oh, Schwung holen. Oh. Also was darf mir da nicht in meinem Wand passieren gleich? Hoffentlich kriege ich jetzt noch mal alles auf die Reihe. Das war bisher wirklich. Oh Mann, ich zähle das schon ein bisschen. Ich hoffe, dass es keine Auswirkungen hat. Voll am Limit im ersten Sektor. Boah. Ui, zu hart über den Körper. War bisher sehr gut. Auf die Kurve habe ich bisher noch gar kein Problem gehabt, obwohl man die auch nicht immer treffen kann. Wenn man sie übertreibt, kann man sich da auch leicht mal verbremsen. Und dann ist auch schon alles hinpasst. Hatte ich gefühlt schon mal besser hier gemacht, aber es war auch nicht schlecht. Also, wenn man so will, war es trotzdem eine okay, fehlerfreie Runde. Wenn ich jetzt die letzten beiden Schikanen noch treffe. Aber die waren bisher eigentlich auch noch kein Problem in diesem Wochenende. An diesem Wochenende, also daher. Ja, und wieder sind sie kein Problem. Lass sogar diesmal die Pöller stehen. War eine gute Runde. Eine 1,30. 1, sogar nochmal schneller. Geil. Das war sogar noch minimal schneller als in Q2. 1,30, 1 hatte ich da auch. Nur da hatte ich eine 1,30 auf 1 noch was. Jetzt war es eine 1,30, 1,02. Also fast eine genaue 1,30 auf 1. Und vor beiden, Alter, das war so eine gute Runde. Oh, oh Alter, ich zitter. In Japan habe ich auch noch nie ein Podium geschafft. Ne? Will ich nur mal ganz kurz für die Statistiken zeigen. Oh, aber Sainz und Ricardo waren schneller. Das darf mir im ersten Sektor langsamer sehen. Im zweiten ist er deutlich schneller. Okay, im zweiten muss ich mich nochmal steigern anscheinend. Und am Ende hat er, okay, die bessert. Okay, vierter. Ist aber eine gute... Gasly! Ey, was ist denn mit dem an diesem Wochenende los? Der ist nur eine halbe Sekunde hinter dem Verstappen, der mit das beste Auto hat und Gasly eines der schlechtesten? Was ist denn heute mit dem Pierre los? Der hat noch gar keinen Punkt in dieser Saison. Keinen einzigen. Und ich fährt er in Q3 und kann ihn noch im Ferrari das beste Auto schlagen, oder was?
Ist ja unglaublich, aber allerdings glaube ich, der Leclerc hatte allerdings einen Fehler, wenn man sieht, wo Sainz ist. Leclerc ist nicht wie Liam. Der Leclerc ist immer konstant eigentlich. Wenn mal das Auto mitspielt. Okay, jetzt zieht dann einstellen. Und gut, Leclerc wird, denke ich, noch eine Rolle spielen können um die Pole, schätze ich. Und ich bin viel zu langsam im zweiten Sektor. Da kann man vielleicht noch was finden im zweiten. Im ersten glaube ich kaum. Da war ich schon, glaube ich, am Limit. Und im dritten kann ich mich glaube ich ohne steigen. Also ich glaube, nur der zweite Sektor ist der, wo ich mich vielleicht, wenn alles perfekt läuft, verbessern kann. Der erste wird schwer und der dritte wird auch schwer, glaube ich. Noch guter Ausgang bitte jetzt. Okay. Und ich hoffe, mach. Aber wenn ich viele mache, war es das. Aber trotzdem war es ein gutes Qualifying, wie ich finde. Das war sehr gut. Dann habe ich sogar im ersten Sektor auch nochmal gesteigert. Geil. Alter. Geil. Habe ich sogar hier auch nochmal verbessert. Traumrunde. Bisher. Nein! Fehler, Fehler! Das war diese Kurve, die verfasst mir immer Probleme. Ah, da habe ich weggeschmissen jetzt. Bis dahin war es wirklich traumhaft. Ich war 14. vorne, habe 13. eingebüßt jetzt. Es wird eine Verbesserung. Die kann immer noch helfen, um vielleicht Platz 4 zu verteidigen. Oder? Kann ich hier noch was? Kann ich hier noch was rausholen vielleicht? Ja, kann ich. So gut 2 Zehntel. Das war Platz 2 trotzdem. Oh, Alter, ich zitter aber echt. Oh, Mann. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Verstappen, der Goldjunge und Carlos Sainz. Für das Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Oh, ich zitter. Also gut, es war halt ein Fehler. Aber das war halt nur einfach, der Rest der Runde war top. Der war wirklich top. Ich habe im ersten Sektor 2 Zehntel nochmal Vorsprung gehabt. Da war ich 2 Zehntel nochmal schneller, habe dort nochmal 2 Zehntel gefunden. Im dritten habe ich noch was gefunden, etwas. Und im zweiten war auch alles gut. Das war nur diese Doppel-Links-Kurve. Aber ob ich da wirklich 3 Zehntel verloren habe, weiß ich gar nicht. Weil es war jetzt auch nicht katastrophal. Vielleicht habe ich nur 2 Zehntel verloren. Also es wäre die Pole gewesen ohne den Fehler, klar. Aber ey, Platz 2 in Japan. Auf einer meiner schlimmsten Hassstrecken aller Zeiten. Wo ich im letzten Spiel nie was gerissen habe, wo ich immer kacke war. Weshalb ich immer dann verkürzte Saison gespielt habe und Japan immer rausgehabt habe. In der letzten Saison, wo es auch nicht so optimal lief. Und jetzt einfach da 3-1 und vielleicht sogar eine Pole, wenn der Fehler nicht gewesen wäre. Unfassbar. Gasly auch richtig stark. Ey, Platz 7. Mit dem Alpha Tauri. Also wenn das halt nicht seine ersten Punkte wären, dann weiß ich wohl nicht. Da muss viel schief gehen bei ihm. Oh, oh Gott, also ich glaube nicht, dass ich das Rennen sofort machen kann. Ne. Und sogar, also die Rivalität kann uns fast niemand mehr nehmen. Wir sind einfach zu gut. Aber was ab, wenn wir hier noch Weltmeister werden können, diese Saison? Es läuft alles perfekt. Ja, der Fehler hat mir die Pole gekostet, aber das ist mir so egal. Ein Riesenfehler war es jetzt auch nicht. Ich habe nur zur Zeit für eingelenkt. Und das war's eigentlich. Ich habe nur zusätzlich eingelenkt und ein bisschen zusätzlich in die zweite Kurve eingelenkt. Und der Schwung war nicht so ganz da aus dieser Kurve. Also auf der kleinen Geraden. Das war's halt. Hat mir vielleicht 2 Zehntel, wie gesagt, gekostet. Dann wäre ich 1,5 Zehntel vor Verstappen oder 1 Zehntel rund.
Aber ist mir so egal. Wie sieht es überhaupt in der Tabelle aus? Wir sind aber wieder stärker geworden. Wir haben halt geupgradet auch. Wir sind wieder nah dran an den Jungs hier. Ferrari und McLaren. Und Red Bull ist sogar hinter uns. Und Verstappen ist auf Pole. Also stark. Und mal zu, guckt mal den Alpha Tauri an. Da ist das drittschlechteste Team. Und weit hinter uns. Und er war nur eine halbe Sekunde hinter uns. Also Gasly. Stark. Wirklich stark. Und auch der Aston Martin mit Vettel. Richtig stark. Was Vettel da heute gemacht hat. Okay, jetzt erstmal muss ich runterkommen. Bis zum nächsten Mal dann beim Rennen in Japan. Oh, ich hoffe, dass es keinen Motorschaden gibt. Weil die habe ich ja an. Ich kann es dir zeigen. Ich habe die an. Einstellungen, an. Karriereeinstellungen. Da. Ich habe es auf hoch. An. Mechanisches Versagen ist aktiviert. Das ist schon seit die ganze Saison. Fast die ganze Saison. Habe die ab und zu mal ausgehabt. Aber seit Ungarn, glaube ich. Oder seit. Nee, seit ich vom Urlaub zurück bin, seit ich wieder machen konnte, seit Österreich sogar schon, habe ich die Motorschäden an. Was man ja auch im Sprint in Österreich gesehen hat. Mit dem Motorschaden im Sprint eben. Habe ich die seitdem an. Und in Frankreich, also im Rennen Österreich, Frankreich, Ungarn, Belgien, Zandvoort, Italien und Singapur, alles komplett durchgängig, war kein Motorschaden. Ich habe schon ein bisschen Bammel, dass da ein Motorschaden heute kommt, aber. Nicht dran denken. Einfach nur diesen Tag jetzt genießen, dieses Qualifying und Rennen. Sehen, wie die Pace ist. Okay, das war's dann. Bis zum nächsten Mal beim Rennen in Japan dann und ciao.